Bisher bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Noch 5 Fotomotive fehlten uns, um die Stallverschönerungsaktion abzuschließen. Mit 2 Motiven müssen wir sogar den Grund um einen Besuch abstatten. Insgesamt stellten die übrigen Shopschlüsse aber kein Problem mehr dar und wählten für unsere Hilfe in allen Stellen einen Diamanten. Anschließend begaben wir uns zur Höhle am Askaldsee, wo wir Schatzsucher Domidon und Prissen trafen, die ihre Suche nach einer Schatz in dieser Höhle bereits aufgegeben hatten. Daher versuchen wir den Schatz zu finden und natürlich wurden wir auch fündig. Die Flammenhose gehörte uns und mit ihr fanden wir sogar noch einen Hinweis auf einen weiteren Schatz des Räuberkönigs Ramda. Ging es uns auch diesen Schatz zu finden? Mäusefreunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom hier auf meinem Kanal. Ich stehe doch vor der Höhle am Askaldsee, bei der wir letztes Mal betreten haben. Da haben wir einen von Randas Schätzen gefunden. Und damit auch die Jagd nach Randas Schatz quasi begonnen und ich glaube auch direkt abgeschlossen, beziehungsweise wir haben direkt einen Hinweis bekommen auf einen weiteren Schatz. Nämlich auf den Schatz der grimmigen Gottheit. Was für mich geil ist. Aber was ich auch gesehen habe, ist, dass der Kollege hier noch was hat. Da ist auf einmal auch ein Hund, ne? Kommt der hier noch einmal her? Was ist denn hier los, mein Freund? Die sind alle Manuskripte sind im Power-Auto verzeichnet. Da müssen wir hin. Auf geht's, Domidon. Schließlich bist du der beste Schatzsucher von allen. Moment mal. Hey, geht's noch? Hast du es etwa belauscht? Lass das gefälligst. Genau, wir erzählen dir auf keinen Fall von den alten Manuskripten, die der Räuber Ramda zurückgelassen hat. Boah, ist das ein Depp. Das ist ein echt jetzt, du quatschst zu viel. Entschuldige. Das heißt, wir kriegen noch mehr Hinweise, oder wie? Egal, ich habe die Ritze schon geknackt und der Typ würde eh nichts kapieren. Selbst wenn wir es ihm erzählen würden. Okay, erzähl mal. Hey du, willst du wissen, was in den alten Manuskripten steht? Na klar, doch, rede. Hier ist klar, dass das nicht umsonst ist, oder? Mal überlegen. Die Information ist 100 Rubine wert. Ja, okay. Kein Problem. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Schatz ist viel mehr wert als diese 100 Rubine. So gesehen ist das eigentlich ein Schnäppchen, wenn du ihn findest. Es gibt 3 Rätsel. Welches willst du hören? Das Zwillingsmanuskript bitte als erstes. Alles klar, das Rätsel lautet: An welchem Ort mag dieser Schatz verborgen sein, der wohlbehütet im Schoß einer Truhe ruht? Im Schoß einer Truhe? Es hat sich um die grüne Kleidung eines Feenfreunds erlangt in einem fremden, fernen Land. In Westekluda stehen 2 Zwillinge mit 2 Höhlen, die sich fest ins Auge blicken. Okay. Zeig der Großen das Zeichen der Kleinen, dann wird sich die Pforte zum Schatz öffnen. Oh. So steht es im alten Manuskript. Ein Anfänger, du kannst dich bestimmt keinen Reim auf all das machen, was? Wir haben die Rätsel schon gelöst. Stimmt doch, Domidon, nicht? Hört sich doch so anstrengend, du nicht Profi. Der Schatz gehört schon so gut wie uns. Hey, Randas Schatz Zwillingsmanuskript, okay. War noch nicht alles. Da ist dieser Kerl wieder, Domidon. Der will bestimmt noch mehr wissen. Was ist, soll ich dir auch sagen, was im Rest der Manuskripte steht? Soll ich ein Rätsel wiederholen, das du schon kennst? Erzähl mir mehr. 100 Biene, ja, ist okay. Gut, dass wir doch, Kohle haben ohne Ende, ne, deswegen. Das Piratenmanuskript, bitte. Alles klar, das Rätsel lautet: An welchem Ort mag dieser Schatz verborgen sein, der wohlbehütet im Schoß an der Truhe ruht? Ach so, jetzt, einfach eine Schatztruhe, das sehen wir es. Da sich um die grüne Kleidung eines Feenfreunds erlangt in einem fremden, fernen Land. Unter dem Schuppenkap, welches über die Meer von der Kluder emporragt, liegt eine vom Piraten verlassene Höhle. Willst du mit dem Mund eine Weise, wird sich die Pforte zum Schatz öffnen. Steht es im alten Manuskript? Okay, das ist, ja, einfach pfeifen wahrscheinlich, ne? Der Karriere bleibt lange ungelöst, wenn ich es in die Finger kriege. Ich drehe es jetzt ziemlich leicht, also stelle ich ein bisschen an. Warum der letzte auch noch, bitte? Leute, ich bin nicht umsonst hier gerade. Erzähl mir mehr. Das heißt, das ist quasi aber wieder nur auf einen Schatz, denke ich mal. Es gibt doch ein Rätsel. Alles klar, das Rätsel lautet: Ja, komm, mach hin. Es hat sich um die grüne Kleidung eines Feenfreunds, also von Tegel auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. In einem tiefen Tal im Hema-Hochland stehen 8 Kriegerritt-Statuen im Wüstensand. Leuchtest du die hochaufragende 8. Statue mit Tageslicht, wird sich die Pforte zum Schatz öffnen. Okay. Warte mal, die 8 ist doch aber irgendwo auf der Hochebene, oder? Oh. Steht es im alten Manuskript. Sag ich, braucht doch wahrscheinlich einen Spiegel, ne? Ich dir auch nur so vertrauen? Nee. Hey Prinz, was soll das denn? Na klar, scherzt du, Midok. Ja, das heißt, wir haben jetzt die 3. Das sind 3 Nebenaufgaben, ne? Ja, Nebenaufgaben. Okay, das heißt, wir kommen auf jeden Fall auch den Nebenaufgaben damit ein bisschen näher. Weil wir jetzt einfach 4 weitere Nebenaufgaben haben, die wir jetzt machen können. So, aber wollte ich eigentlich machen, Leute, jetzt, ob ich die gesehen habe, ich weiß es schon nicht mehr, ganz ehrlich. Frage ist, sollen wir vielleicht einfach die grimmige Götterstatue irgendwie suchen und. Hab ich noch ein Dings? Ich hab kein Dings mehr, keinen. Wo liegen die denn, die Dinger? Warte, alle. Das da möchte ich noch. Ach so, ja. Brauch ich das noch? Eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob ich alle Höhlen habe, ehrlich gesagt. Wobei, ganz ehrlich, wenn mir noch eine Höhle fehlt, da kann ich immer noch sagen: Ich habe mein Lösungsbuch, kann ich auch damit noch suchen. Da ist. Den habe ich schon geholt mit, aber den Krog, ne? Ich wegmache den Stempel.
Frage ist übrigens, ob hier nicht noch irgendwas ist, weil... Da oben zum Beispiel, da geh ich jetzt aber hin noch, ganz ehrlich. Ich glaube schon, dass da noch ein Cock ist, da suchen wir jetzt mal eben schnell nach. Da überprüfen wir nochmal eben fix. Also Leute, wenn da oben kein Cock ist, weiß ich auch nicht. Ohne Scheiß. Das ist auch so eine Riesenfläche, ich glaube, da war vorher der Schrein, kann das sein? Hier ist ein Cock, sehr gut. Schon mal etwas, ne? Ach okay, ja, den kann man auch gar nicht verpassen eigentlich. Die Kollegen. Wie kommt das da rein, hä? Hm. Aber nicht so, oder? So geht's gar nicht rein. So vielleicht einfach? Nee, warte, wie muss denn das... Wie, nee, da reicht's ja rüber. So, oder? Nee, so kriegst du dich da rein. Hoppla. Ist nicht mehr raus. Nicht umdrehen? Nee. Ach so, jetzt seh's. Ach. Da rein muss. So. Und hier irgendwie so schön rein. Reingefriemelt. Ja, zack, so. Da fehlen ja auch noch ein paar Steinchen, ne? So, jetzt haben wir das. Und ist auch gerade einfach, was ich machen wollte. Denn wir haben letztes Mal den Hinweis bekommen auf einen Teil des Schatzes der Grimmigen Gottheit. Und zwar am linken der beiden Augen, ne? Das heißt, wahrscheinlich an diesem hier. Da eh ein Schrein ist. Leute, würde ich sagen, wir brechen jetzt von dem Stall da hinten auf. Hier sollte irgendwo noch ein Ivrock, glaube ich, liegen am Hochlauf von der Kalle, vielleicht auch direkt platt machen. Dann schauen wir mal, ob wir da nicht den Schatz schon finden heute. So, da wären wir, Leute, am Schrein, am UTIU-Schrein. Hier war eine Kochstelle einfach, ne? Das ist ein Krok im Wasser, guck mal. Wo ich hier nochmal hinfliege. Ja, komm, das schaffen wir wohl, oder? Easy. Perfekt, so, mein Freund. Ich muss auch nochmal viel mehr Fische fotografieren, kann das sein? Hat mir da noch einige auf fehlen? Ausdauerbarsch, Haiulbarsch und so. Ich glaube, Haiulbarsch steht tatsächlich noch im Handbuch. Den habe ich auch noch nicht viele gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber was soll's. Was war eigentlich die gelbe Markierung? Achso, da war ein Baum, ne, wahrscheinlich. Den da unten habe ich gefunden. Da ist noch ein Baum. Okay, das sind wir schon, glaube ich, die letzten drei Bäume fehlt mir, glaube ich, nur noch, ne? Den Rest habe ich ja schon markiert. Ja, also an sich finde ich da auch mal schnell hin, ne? Das ist nicht das Problem. So, mal gucken, ob wir noch was finden irgendwo. Ansonsten gehe ich jetzt einfach direkt zum Schrein, den machen wir auch, glaube ich, dann heute auf jeden Fall noch. Und dann gucken wir, ob wir den Schatz noch auf dem Hügel finden, wobei wir, vielleicht machen wir sogar erst den Hügel. Ein Drecksack, ey. Auf dem Acker hier. So. Und jetzt gehen wir einfach weiter, Leute, würde ich sagen. Okay, Leute, ich habe noch mal kurz einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin jetzt in das Welkplateau hochgegangen, da war ja früher der... Oh. Hallo. Nicht dieser Bockblind. Aua, das hat wehgetan. Da war auf jeden Fall ein Cock da oben, der ist wahrscheinlich mit Steinen einfach oben drauf, ne? Da verzieh dich mal, Junge. Ja, du bist K.O. Der noch nicht. Den machen wir jetzt K.O. Ein Bogenschütze ist es. Der Kollege. Die Truhe ist doch zu weit im... Boden drin. Akuda-Sachen, danke. Danke, Leute. Haut den mal bitte weg. Ich will in der Zeit den Schatz hier. Er haut erstmal in die Truhe, auch geil. Der Königsbogen, den kann ich doch aber mitnehmen, oder? Ich hab doch zum Schwächere hier. Komm, kommt der hier weg. Asidon, ey. Sag mal, ich hau den von der Seite. Der kann einfach abwehren damit, oder was ist das denn? Jetzt sieht er auch nicht mehr. Wird da schon ausgut zum Angriff, ne? Kann das sein? Was daran lag jetzt? So, die Klinge geht schon kurz von Seite runtergefallen, war das Blätter einfach? Ja, also, na, das wollte ich eigentlich dran machen, aber gut. Gib mir einfach das mit, das Ding. Hä? Die Waffe ist wirklich kaputt gegangen, ich Idiot. Wieso kann ich denn jetzt die Waffe nicht mitnehmen? Ich hab doch gerade einen verloren, aber den hab ich ja noch gar nicht. Aber hier war dieser Flammenbund für das Akala-Institut.
Und deswegen will ich eigentlich nur hier hin, weil ich mir dachte, hier ist doch schon irgendwas Interessantes. Immerhin ein Krog, von daher. Bin ich nicht so ganz falsch gelegen. Ist denn da? Ist ein Insekt einfach, ne? Aber das Ding ist allgemein weg hier, ne? Der Flamme. Und ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass, also wo ich das hier so sehe, hier wäre ein Deckensprung-Krog dann, ehrlich gesagt. Wie mehr Sinn gemacht. So, dann suche ich jetzt aber noch nach dem Ivarok, der hier vielleicht irgendwo ist. Dann ist noch ein Schrein. Ich hab auf jeden Fall mal von Grun hier aus hin, ne? Würde ich sagen. Guck mal, Kontakt auch noch markieren. Genau so. Wo haben wir denn hier Ivarok? Monat von Akala. Ich habe den Ivarok nicht gefunden, aber immer noch, noch mal einen Krog hier irgendwo. Wo ist er? In der Richtung hier? Ach da, er will zu seinem Freund. Ach, deswegen ist er auch der Gleiter hier. Macht Sinn. Er ist ein Bär. Wo ist er? Den hab ich noch nicht, ein Honigbär. Hallo, komm her. Wo ist er hin? Vorhin noch in meinem Handbuch. Da von hinten nicht so schön das Foto, aber ey. Warte, hier kann ja noch Schönheitspunkten oder so, ne? Ah, hier kann ich auch noch was zusammenbauen, okay, perfekt. Hier kriegst du schon so deinen Freund, mein kleiner Kumpel hier. Wo ist denn dein Freund? Ach, da unten, ganz da unten, okay. Kann ich sehen gar nicht. Haben wir hier auch ein Steuerelement? Das weiß ich mal, da ist eins, oder? Ne, da ist ein Pilz. Ja, Steuerelement, so wie es aussieht, ne? Pass auf, dann machen wir das so. Die Schüsse hat das Ding wegrollt, aber wollte ich kurz halt so machen. Ne, so hier dran. Ich sehe kein Steuerelement, okay, schade. Nehme ich ein eigenes. Ich habe ja genug davon, wie wir wissen. Und wird hier das Ding die ganze Zeit? So, war das wahrscheinlich so schräg, der dran ist. Das ist er schon, mein Freund. So, du kommst mit. Könnt natürlich auch den Gleiter nehmen, ne? So nicht. Weiß ich so, ne? Wenn man da irgendwie nur ein bisschen schräg steht. Vor allem das Ding. Ne, da sollst du jetzt nicht hin. Setz dich die ganze Zeit. Wir machen da jetzt mit zum Schlitten, Leute. Wo war er da hinten, ne? Ich glaub, der Gleiter wäre echt klüger gewesen, egal. Auf geht's. Wuhu! Hier rollt man vielleicht doch ein anderes Mal. Ich habe jetzt gar nicht keinen Bock, hier nochmal hochzufahren danach, ey. Das ist ein Bluffbaum da, das sehe ich doch. War ich getroffen. Warte mal, komm ich da rüber? Nee. Ich nicht. Jetzt wäre der Gletscher besser gewesen. Ich kann da oben rüberfahren, oder? Ich hab mal eher gesehen. Vielleicht so mit einem kleinen Stunt oder so. Versuche ich jetzt auf jeden Fall noch. Ich hab der eine Ventilator hier reicht, um da hochzukommen. Versuche es jetzt aber trotzdem. Ist mir egal. Mehr reicht nicht. Hier geblieben. Okay, wir kriegen vielleicht darüber wenigstens. Wird schon reichen. Nein. Was? Nein, weil er Monster war oder was? Ja, total bekloppt, was ich hier mache, ne? Das ist ein Krog doch da oben, guck mal. Ja, wir sind jetzt um beide kommen. Kein Problem. Ja, wäre ja, weil ich gerade sagen, wenn der auch darüber führt, einfach. Bleibt der da oben? Ja, bleibt da. Hier muss ich bestimmt nur abspringen, oder? Ja, guck mal, er rollt schon zu seinem Kumpel. Oh, das hat wehgetan, das war Fallschaden. War nicht so schlimm. Ich hab auch noch Feen, ne? Aber zwei Fliegen mit einer Klappe, Leute, so muss das. Ich will ihn zu seinem Freund da. Dann geh einfach zum Schreien, dann holen wir den Ivarok ein anderes Mal. Ich weiß ja, wo hier einer ist in den, ungefähr. Was ist er denn jetzt? Ah. Hallo? So, du wartest auf deinen Freund. Ja, warte mal, der ist noch nicht lange noch dran, oder was? Jetzt aber, ne? Weil der wahrscheinlich hinterm Zelt war noch. Hat wahrscheinlich nicht gereicht.
Okay. Haben wir ein paar Koks zusammengebracht, Leute. Wo war denn jetzt der Schrein? Der war da. Grüne Markierung. Ja, da möchte ich jetzt hin. Der Ero könnte noch mal hier unten irgendwo liegen, oder? Irgendwo hier im Tal, oder nicht? Weiß nicht, ob das auch das Akala Hochland ist. Das ist ein Raubschleim, der interessiert mich nicht. Ich wollte gerade aufploppen sehen und dachte mir, ja, könnte interessant sein, aber nee. Nicht wirklich. Da ist der Schrein, Leute. Da müssen wir halt irgendwie auf die Säule da hochkommen, ne? Ich habe nicht wirklich Lust zu klettern, wenn ich ehrlich bin. Aber erstmal jetzt den Schrein, ne? Danach den Platz und dann mal gucken, wie es weitergeht hier. Kam-Tukisa-Schrein haben wir hier, Leute. Hammer. Und den betreten wir jetzt auch direkt. So, der perfekte Schlag ist hier gefragt. Oh, hat sich das jetzt vielleicht aus Versehen gereimt? Jetzt hat wieder so ein Ding. Das kennen wir doch schon aus Breath of the Wild quasi. Den Hammer hier bauen und dann... Fast so, oder? Nur, das war jetzt in dem Sinne nicht perfekt, weil... Vielleicht treffe ich fast selber. Wollt der rein? Nee. Der rollt nicht rein. Wow. Mir passiert. Das Ding ist abgeflogen. Ist die Kugel hin? Schon wieder weg, oder was? Muss ich sagen, resetten oder was ist hier los? Ja, okay. Was ist tatsächlich zum Resetten da? Bisschen schräg einfach nur. Oder so. Was darüber? Das reicht aber auch wieder nicht, ne? Ich da eigentlich rüber? Ne, ich glaube, da kann man nicht rüber. Selbst. Wenn ich einfach so mache. So ein bisschen. Juhu! Ne, da rollt er ja noch mehr weg. Oder? Ist drin. Ey, was? Bin ich jetzt hier komplett verarscht? Warte mal. Das doch geht, oder? Einfach jetzt so rolle, dass der dann einfach da reinfällt. Ja, man kann ja hier ein bisschen cheaten, ne? Verbietet mir ja keiner, das Ding zu benutzen. Und zack. Jetzt müsst ihr doch reinrollen. Ja. Das geht aber rechts das Ding auf, ne? Das heißt, da geht's zum Ziel. Ich möchte aber noch zum... Ne, halt. Hallo, halt ab da. Ich muss das Ding mitnehmen. Ich nehme mich da hinten noch lang, da ist nämlich auch noch was. Da wird wahrscheinlich die Schatztruhe sein. Ah ne, da ist was, okay. Dann ist ja auch egal. Ich darf einfach im richtigen Moment treffen, oder? Geht richtig? Jetzt zum Beispiel. Ja, das war ja einfach. Die Ruhe zu kriegen. Das war schon zu einfach. Ist ja was ganz so, dass der eigentliche Schrein leichter, nicht schwieriger ist als die Truhe, die man da noch haben will. Ein mächtiges und ein Großschwert ist da drin. Nehme ich das mit? Frag ich so viel für das hier, oder? Ist ich was kaputt? Komm, weg damit. Oder ich dachte, die Waffe hier noch ausgehalten hat, den Schrein, ehrlich gesagt. Ja gut, ich kann aber kurz gucken, ob hier noch ein Ding ist, irgendwo in der Truhe. Hab ich jetzt allerdings nicht, ich ganz ehrlich. Nee, vor allem hier auf einen Schrein gucken können auf die Karte, ne? Jetzt gleich umswitchen müssen. Einer auch direkt wieder zurück. Na? Karte bitte. So. Dann holen wir uns das Segenslicht, gehen hier raus und dann gucken wir, ob wir einen Schatz kriegen, wie gesagt. Da könnte jetzt auch mal ein... Ja, schön werden. Sag ich jetzt mal. So, aber wie gesagt, das Segenslicht nehmen wir. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich wieder? 3 erst, okay. Dauert wohl noch ein Weilchen. Bis zum nächsten Herzcontainer. Okay, Leute, da sind wir wieder. So, ich will jetzt da hoch, da habe ich gesagt, ne? Wie komme ich hier nicht irgendwie hoch? Ich habe Raketen, ne? So sieht ja nicht, ne? Aber kann ich da einfach hoch? Da ist hier unten vielleicht irgendwie was? Ey, einfach da unten eine Höhle wäre jetzt geil. Denk mal, die Höhle, wenn da eine Höhle ist oder so, zum Schatz wird, dann ist da wahrscheinlich der Eingang ganz oben, ne? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier noch einen Abgrund. Wir müssen auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Irgendwie. Hey, komm ich durch, sehr gut. Ich komm schon ein gutes Stück nach oben. Und da war halt Rivali Stimme damals richtig geil, ne? Ach cool, jetzt sind wir auch schon ganz oben. Umso besser. Darf ich auch sagen, einfach. Nur aus Mobilitätsgründen gerade, ne? Also, wie wir uns bewegen können, das ist noch dumpster da oben.
Machen wir ihn auch eben oder nicht, würde ich sagen. Haben wir ihn vergessen? Und nochmal hinkommen müssen? Guck mal, sind das schon fast höher als das Ding. Was hat doch, da muss ich sowieso da hoch, quasi. Ah, da gibt's Schwebesteine, guck mal. Hier kann ich mich fortbewegen. Und quasi. Ja, ich könnte nochmal ein Stück noch, weiter nach oben kommen damit. Ist ja auch schon ge... Ich hatte nicht nutzen, um das hier abzustützen. Theoretisch. So. Ja, es geht, oder? Jetzt mal los. Easy, Leute. Das ist der einfachste Blick da überhaupt gewesen bisher. Ey, man kann wahrscheinlich immer so einen Schwebestamm nutzen. Obwohl, ne, wenn die so komisch schräg sind, die Dinger, oder nicht so symmetrisch, sag ich jetzt mal, könnte das kritisch werden. Aber das war richtig easy. Da war überhaupt keine Challenge mehr. Und da ist echt eine Höhle, oder? Da oben drauf kann das sein. Sieht zumindest aus wie eine Höhle. Also wir wissen ja, der Schatz ist auf jeden Fall irgendwo im linken Auge. Das wissen wir ja. Vielleicht nichts nach oben hier. Dann nehme ich dann durch. Fliege ich jetzt einfach rüber. Mit dem Schäfstein aus hier. Das Stückchen, wo ich da noch klettern muss eventuell, das ist mir egal. Ich finde auch geil, dass das andere Auge jetzt einfach wirklich ein Abgrund ist, ne? Ich feier das irgendwie. So, der Schäfstein ist runtergefallen, ne? Hier geht's echt in die Höhle rein. Was? Was für ein anderer, ein eigener Abgrund. Guck dir mal an, die Höhle am Totenkopfteich. Jetzt erfahr ich das Zeug runter, ne? Ich sag's euch. Also es ist ja auch sehr dunkel, aber es ist einfach Wasser. Hui. Das war gerade komisch, das ist ein Monster irgendwie neues, was ich noch nicht kenne. Hab mich aber auch gewundert. Ey, vielleicht kriegen wir hier noch einen Stahlmoblin zu Gesicht. Und eine Lanze bitte. Habe ich eine Lanze irgendwo? Die Waldlanze zum Beispiel. Wenn ich kaputt gehe, ist nicht schlimm. Oh. Hier gibt es bestimmt noch einen Stahl-Hinox, wenn ich hier schon die ganzen Stahlgegner sehe, direkt am Anfang. Das am, ja, noch nicht ganz am Abend, ne? Ich weiß nicht, wann, das hier, wann die alle aktiv werden können. Ich glaube nicht vor 8. Danke, Minero. Ich habe irgendwie links aktiviert, ne? Ein Leuchtsamen, glaube ich. War nicht schlimm, ich habe, glaube ich, eh voll, ne? Die Tasche da von den Dingern. Zwei sogar scheinbar. Ich hab doch noch Dings aktiv, ne? Unsensor. Ne, ich hab den Schreinsensor wieder an. Erzpocken sagt er. Okay, ich hab irgendwie irgendwo switch gerade aus Versehen. Stimmt, ich bin irgendwie rübergegangen, ne? Nur zur Karte rüber. Immer mein Truhensensor. Vielleicht kommen wir dann eher zum Schatz. Aha, ich glaube, die brauche ich noch im. Ja, den brauche ich noch im Handbuch. Genau, wusste ich's doch. Den Freund der Sonne. Komm her, Yonobo. Kann ich wieder mal vorbeischleichen an dem Vieh? Geht theoretisch so, wie es aussieht, ne? Da ist der Schatz da oben. Kein Stahl-Hinox? Bin ich jetzt wirklich, ne? Ich mach dir mal platt hier, die Kollegen, ganz ehrlich. Ach, hier ist ein Stahl-Hinox. Wo ist er? Da hinten. Aber hier andere gehen erstmal besiegen, schnell. Das hätte ich auch gewundert, wenn hier keiner kommt. Also mach die doch mal kaputt, ihr Trottel. Jetzt müsste ich nur einmal anschlagen und dann ist Feierabend hier? Nee. So ist mit euch, Leute. Könnt ihr besser. Weiß ich doch. Warte mal. Ist die Rippe schon weg? Schon wieder weg, ne? Schade. Aber tut ihn. Hat drauf hier mit einer starken Waffe kommen. Gut, das hier mit dem Vieh. Aber kommt gleich raus und ist Ende hier. Wo setzt sich hin? Hast du wieder eine Rippe? Ja. Was schmeißt ihr auf mich? Trifft doch, oder? Nee, geht einfach kaputt. Dafür macht der Dog jetzt kaputt, habe ich gesagt, Mann.
Also der Mario ist wahrscheinlich hinter der blauen Wand da einfach, ne? Ne, die Sachen kommen hier bei dem Vieh, ne? Genau. Königshelle Bade. Krieg ich zwei Ender. Stecker als Viehwaffe, also kommt hier auf den Boden. Ich habe zwei Rhodolithstäbe, ich brauche glaube ich nur einen. Und einer weg und dann nehme ich die helle Bade noch mit. Wollen wir Yunobo? Bevor ich hier den Schatz hole, möchte ich gerne erstmal den Major finden. Ich glaube, das ist in der Reihenfolge vielleicht ein bisschen besser. Hey, Bernstein, da ist Yunobo. Yunobo habe ich gesagt. Yunobo. Nicht Tuli, nicht Rijo, Yunobo. Danke fürs Aufspringen. Wo ist das Ding hingeflogen? Ist gerade nicht. Da hinten hin? Aber der eine Bernstein jetzt liegt oder was? Da hört ihr immer wieder auf, den Scheiß da aufzuladen. Wenn der nicht hier ist, weiß ich auch nicht. Der Majoi. Ist stark gewundert. Ich habe so viele Topase mittlerweile, ne? Auch nicht normal, oder? So, Mario Signal haben wir gefunden, Leute, danke. Jetzt geht's auch zum Schatz, wo ist er? Da hinten. Tariju, jetzt reicht's, ne? Danke. Denn der Schatz, Leute, das ist, hat mit der grimmigen Gottheit zu tun. Ich weiß aber noch nicht, welcher uralte Baum gemeint ist auf der Ebene von Hyrule. Wobei ich glaube, ich weiß, welcher gemeint ist. Aber da noch schnell hingehen gleich. Die grimmige Gottheit haben wir erstmal gefunden, sehr gut. Das heißt, ne, wir haben jetzt noch, der uralte Baum schon auf der Ebene von Hyrule. Ist das da nicht der? Ich meine, das ist der da. Mal gehen wir von da aus eben dahin, würde ich sagen. Auf geht's. So, der Maya-Tino-U-Schrein, meine Freunde. Das ist mir markiert gerade, ne? Genau, der grüne Markierer, die grüne Markierung ist es. Wo ich zumindest glaube, dass ich dahin muss jetzt. Lass mich hier in Ruhe, Leute, ehrlich. Da ist ein Moblin, der kriegt auch nichts mit. Also der hat mitgekriegt, aber der kriegt mich nicht. Ich will jetzt einfach nur zu dem Baum. Da kann ich nochmal hier kurz durch den Wald latschen und gucken, ob da ein Krog drin ist, aber... Ich weiß gerade nicht irgendwie. Ist aber einer drin? Guck mal einfach direkt auf dem großen Baum, ob da einer ist. Und wenn nicht, dann ich natürlich die Location, aber hier ist der Stein. Guck mal, da ist er doch. Direkt gefunden, direkt gespottet hier. Den kleinen Wicht. Verstecken kann er sich nämlich nicht. Da ist schön hoch auf dem Baum, genau. So, da oben scheint aber auch wieder Monster, scheint Monster irgendwo zu treiben, auf dem Hügel. Wundert mich jetzt nicht. Ich meine, das ist kein Monsterlager, so wie da drüben, ne, auf dem Berg. Oder auf dem Hügel da hinten. Ach komm, gehen wir kurz auf den Berg. Es könnte auch wieder ein Krog sein, deswegen. Die Brücke ist auch da hinten, deswegen können wir einfach mal hier hochgehen. Was ist denn hier? Die überhaupt Gegner? Ja, die pennen da schon. Ist dunkel geworden, deswegen. Ich hoffe. Also, doch, es steckt ein Schatz aus, okay, wollte gerade sagen. Ich hoffe, da ist auch der Schatz. Ganz ehrlich. Ist das die Unterstadt, die ich fertig machen muss? Irgendwie. Sieht danach aus, aber irgendwie auch nicht. Wo ist der Racke? Einfach da die Nuss sein, also von daher. Hier direkt unter der Brücke. Nehmen wir den noch als erstmal mit hier, ne? Ich meine, wir finden echt gut Crocs, ne? Ich meine, ich könnte die echt mal umtauschen wieder, dann könnte ich vielleicht mehr Schilde und so holen. Der macht auch gleich noch. Ich weiß, hat noch mehr ausgeschlagen. Ne, es war der Croc, den ich gehört habe. Der unter der Brücke ist jetzt. Alles gut. So, da drin ist ein hier ist aber auch noch ein Croc irgendwo. Toll. Wo ist er denn? Wenn ich jetzt da reinspringe. Ja, die Plattform. Muss ich da hin? Aber ich komme doch bestimmt irgendwie hier raus wieder, oder? Machen wir das danach. Was ist denn hier los? Die Höhle am Jahrtausendbaum. War das ein Raubschleim? Ach, ein Gutster. Kriegst du mich von hier? Da oben vielleicht. Ja.
Ich muss da draufhauen. Der rappelt sich nur auf, oder? Ja, leider. Was wollen wir schießen, Tudin, ehrlich? Warum hier bin ich? Im Acker. Ah, hier bin ich, genau. Blödes Vieh, ehrlich. Kann ja so dämlich sein. Die auch noch in die Richtung des... der Nemesis drehen, ey. Gut, der will mich fressen, ne? Er hat halt Hunger, der Gute. Ein Opal. Mehr hat er nicht gehabt, schade. Was muss ich lang? Da ist noch ein Weg. Ich höre den Major schon hier. Da ist er. Schießt man hier noch direkt ab. Da oben ist auch noch so eine Höhle. Da könnte der Schatz drin sein. Ich suche. Kann ich für dich. Ich gehe da jetzt erstmal rein. Ich will eher alle Truhen jetzt holen, die hier sind. Eventuell. Zack. Warte, hat den Fledermaus vor Auge? Ja. Auch K.O. Die Augen brauche ich halt. Wir haben noch bestimmt genug Kriok zu besiegen und so. Die würde ich gerne noch mitnehmen auf jeden Fall. Gerade für Kriok sind so richtig praktisch. Hier ist aber keine Truhe, das ist nämlich schlimm. Wir können hier auf jeden Fall noch Rocken zerstören. Bam, so. Wo ist da hinten drin noch irgendwo, ne? Eventuell. Ich darf jetzt erstmal nachgucken. Das sieht eigentlich nach einem besseren Versteck aus. Ja, die ist scheinbar überirdisch, irgendwo die Truhe, die da hinten ist. Ich weiß nicht ran jetzt gerade. Da ist ein Weg zurück quasi, das ist der Weg nach oben wieder. Ich werde doch mal da gucken. Den Gestrüpp da. Aber die ist auch noch eine Truhe, wie man sieht. Ich nehme einfach das Ding hier. Ich würde zwar gerne noch verbessern. Muss wieder in eine andere Richtung, ne? Könnte das sein? Dass ich jetzt hier verarscht wurde. Ist da oben was? Da ist auf jeden Fall Licht, ne? Ah, die ist vielleicht einfach hier oben drüber, ja. Kann echt sein. Jetzt sind wir in eine andere Richtung. Ja, hier ist nix. Ja, geht's hier noch weiter? Da oben. Vielleicht. Kann ich doch nicht her, ne? Ist auch keine Truhe. So, jetzt mach ich das mit dem Quicksilver, ich Idiot. Da geht's doch hoch. Dieser Weg hier, ne? Das sieht gut aus, also wir sehen ja die gleichen Banner wie eben. Das ist ja vielleicht auch Ramdas Schatz, also könnte ja von Ramda einfach sein, ne? Diese Sachen da. Und da ist er doch, der Schatz, oder? Ist das richtig? Ja, da ist er. Hallo, mein Gutster. Hallo, hallo, hallo. So. Und da sind die Grimmigen Gottheitsstiefel, meine Freunde. Damit haben wir das Grimmigen Gottheitsset komplett. Ich denke, ich gehe jetzt auch direkt hier hoch und dann können wir uns noch einen Krog holen, oder? Vielleicht. Irgendwie hier rauskommen, heißt es. Das sieht nämlich gerade nicht aus. Ah, doch, da. Da sind so kleine Flecken. Oder auch nicht. Echt nicht raus? Hier komme ich raus, okay. Reicht mir auch dann. Warum kann ich da nicht raus? Wenn ich jetzt mal zurückgehe, ich ein paar Schritte. Vielleicht weil da einfach so ein Hügel ist. Was hat denn noch ein Krog? Seht ihr das? Du siehst doch. Völlig verwirrt eben. Safe hier oben einfach, oder? War der Stein? Der so einsam liegt? Ja, der ist. Achso, der kommt aber da einfach hin. Hier ist ein Steinkreis, okay. Dann nehmen wir den doch einfach. Das war zu weit, Link. So. Bam. So, den Krog und dann noch den nächsten. Ich würde aber auch sagen, ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen drüber mit der Länge der Folge. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich habe jetzt auch Bock, dem Geheimnis auf den Gut zu geben, den grimmigen Gottheitsknoten. Ja, der hieß ja, glaube ich, zumindest im Hinweis, dass wir in der Montur da hingehen sollen, in der Höhle, in der wir die Folge quasi gestartet haben. Jetzt könnte ich Flederwasser daraus, weißt du? Und die einfach so richtig geil abschießen können. Mit sechs Viecher. Na gut, was soll's. So, zack, runter. Schön ins rote Holzei. Perfekt. Was denn da für Viecher?
Sprechhörnchen. Oh, jetzt ein Buch. Ja, nehmen wir einfach mit, oder? Der hat nicht gezählt, scheiße. Jetzt aber, komm. Mal schön den Schweif erstmal aufbauen hier. Bam, danke. Wie gesagt, ich zieh mich jetzt mal um. Und das andere Teil ist da. Den Panzer hatte ich vor, ich ihm bitte stimmt. Und dann gehen wir noch mal in die Höhle, in der wir die Folge, wie gesagt, begonnen haben, Leute. Leute, da sind wir wieder in der Höhle am Askaltsee. Ich setze mich direkt dran und gucken mal, ob da jetzt irgendwas passiert, wenn ich mich einfach nur mit die Klamotten dahin stelle. Ja, wir brauchen nur die Röhre betreten, wie geil ist das denn? Okay, das erklärt einiges. Das ist der nächste Hinweis, Leute. Das ist direkt eine Flasche wieder, seht ihr das? Okay, das ist ja richtig geil. Aber erstmal das Ding in die Öffnung, was kriegen wir da Schönes? Die grimmige Gottheitklinge. Okay, das wurde aber, glaube ich, auch gesagt im Hinweis, ne? Stimmt allerdings. Lass ich ihn jetzt dafür liegen. Die helle Bade. Ja, hier so ein Felsbrocken haben wir einfach, oder? Hammer, sehr gut. Was steht hier? Du hast meine Rätsel gelöst und diesen Ort gefunden. Hervorragend. Nun sei diese grimmige Gottheitklinge dein. Ramna Räuberkönig. Ja, das ist einfach dann. Zum Glück habe ich die jetzt erst gelesen. Ja, dafür brauche ich eigentlich nochmal was im Dings, ne? Ich meine, ich krieg's per Amiibo, glaube ich, auch die Klinge, ne? Die ist jetzt nicht so selten. Ich könnte die wahrscheinlich immer wieder kriegen. Ja, aber das ist geil, ehrlich. Das freut mich richtig. Denn, Freunde, ja. Wir sind am gleichen Ort wie in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, ne? Deswegen würde ich einfach sagen, nächstes Mal, was wir dann machen, keine Ahnung, vielleicht suche ich da doch nochmal eine Iro, die ich jetzt verpasst habe. Und wir spielen da vielleicht doch mal in den Abgrund da, am Totenkopfteich. Wir würden gerne wissen, was da ist, weil da waren wir noch gar nicht in der Ecke. Eigentlich ist da auch noch kein Schatz, oder? Oder war da ein Schatz in der Ecke? Da hier oben, ne? Ne, oder was da? Es war da. Da ist ein Schatz. Der Schatz geht unter Teich sogar. Okay, dann gehen wir da hin. Dann ist es doch geritzt, Leute. Denn, ja, ihr erfahren habt, das war's hier für heute. Ich danke euch fürs Zusehen, welche Folge gefallen hat. Lasst bitte noch einen Daumen nach oben da. Das wird den Kanal wirklich sehr unterstützen und mich auch wirklich sehr freuen. Und hier auf der rechten Seite verlinke ich euch jetzt einfach noch eine andere Zelda-Playlist hier, die ich, also eine andere Zelda, unter der ich schon auf dem Kanal hier gezockt habe. Schaut da gerne rein und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.